Guten Nachmittag, buon pomeriggio. Allora aspettiamo solo un minuto ancora perché stanno arrivando ancora persone. Vi chiedo tutti di spegnere poi i microfoni. Abbiamo i nostri due relatori che saranno attivi per circa 70-75 minuti. Poi c'è lo spazio per le domande. Also, wir werden das so strukturieren, bitte die Mikrofone ausschalten, damit auch keine Störungen da sind. Unsere zwei Referenten, Klaus Berntaler und dann Thomas Girotto, werden dieses neue Modell, das Sie jetzt zum Teil schon kennengelernt haben, heute unter dem Gesichtspunkt der Eingabe, aber auch unter dem Gesichtspunkt der steuerrechtlichen Aspekte kommentieren. Come vi ho detto, noi abbiamo fatto in gradi adesso questo processo, ci siamo avvicinati a questo 29 di aprile, partendo con una breve presentazione, poi con un corso Excel e adesso oggi vogliamo davvero lavorare anche su questo nuovo modello di rendicontazione, come sarà il modello anche del futuro. E non vorrei nascondere che anche adesso è importante ricordare un paio di cose. Allora, questo tool è disponibile dalla prossima settimana. Noi poi lo forniremo, lo manderemo, lo trasmettiamo a tutte queste associazioni che già hanno detto che sono interessate. Weil es hat diese Frage gegeben, ja, wir möchten schon darauf arbeiten, wir möchten probieren. Also dieses Tool wird von uns an alle Organisationen, die bis heute, aber sich jetzt auch vielleicht von heute weg noch bis nächste Woche entscheiden, das haben zu möchten, weiterleiten. Wir werden dann das auch ganz kurz noch mit einer kleinen Hilfestellung begleiten. Man kann aber jederzeit, auch in einem zweiten Moment, immer noch entscheiden, dass dieses Tool gebraucht wird und angefordert werden. Also das ist überhaupt kein Problem. Per me è importante che lo mettiamo a disposizione la prossima settimana, dopo questa ultima tappa oggi, perché così è anche più semplice e più fattibile per voi capire come sia strutturato e cosa sono anche, come dire, i punti sui quali e dei quali si deve tenere in considerazione particolarmente la voce o anche l'inserimento di certe informazioni. Es wird dann so sein, es sind Fragen gekommen, viele, die eigentlich im Kassa-Prinzip bleiben könnten, sein könnten, haben schon eine andere Form, also dieses Kompetenzmodell gewählt, aus unterschiedlichen Gründen, kommen mit dem auch sehr gut zurecht. Die Frage war, ich habe das ja beim ersten Mal gesagt, wir haben bewusst jetzt mit dieser Phase begonnen. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt auch die neuen Vorgaben in das Kompetenzprinzip einarbeiten. Ich kann Ihnen nur noch nicht zeitlich genau versprechen, wann wir damit dann auch bereit und parat sein werden, denn es ist natürlich auch eine Kostenfrage und wir müssen als DZE schauen, wie wir das hinkriegen. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, dass das innerhalb Juni auf jeden Fall so weit sein wird, dass wir auch diese zweite Form für diejenigen, die ins Kompetenzprinzip hinein müssen, weil die Vorgaben so sein oder hinein wollen, auch dieses Modul bekommen. Allora, per tutti quelli che mi hanno posto in varie mails anche richieste nelle ultime settimane, se fosse possibile, se sia possibile anche avere un modello analogo a quello per il bilancio di competenza, dico sì. Stiamo lavorando, avevamo fino al 15 aprile poche richieste, adesso sembrano un paio di associazioni comunque interessate a avere questa possibilità. È una questione di finanziamento per noi, perché naturalmente lo sviluppo è anche un po' impegnativo, però abbiamo deciso di metterlo a disposizione al massimo entro il mese di giugno 2021.
Für mich nochmals, weil es ist immer noch eine Unverständnis da und gibt es immer noch Probleme. Also bitte, die Rechnungslegung beim Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt für das Jahr 2020 wird weiterhin auf der alten Methodik nach dem Formplatz, dass Sie uns nach dem Unterlagenpaket, das Sie auch auf der Homepage des Amtes für Außenbeziehungen und Ehrenamt finden, gemacht für 2020. Dieses Modell und diese neue Form der Hinterlegung gilt mit den Daten 2021 und das kommt dann für Sie im Jahre 2022 zum Tragen. Das heißt, dies, was wir heute hier sehen, ist das, wie Sie in Zukunft arbeiten sollen, um auch den Vorgaben des Gesetzgebers und des Staates und der Reform des dritten Sektors gerecht zu werden. Allora, questo che vedete oggi è da adesso per il futuro il modello che va adoperato e che si dovrà seguire. Poi vi dico, cogliete questa occasione anche di chiedere le consulenze che noi offriamo con il dottor Girotto, che adesso ha messo anche a disposizione più tempo, vuol dire che principalmente siamo disponibili sempre di martedì e giovedì per questa forma anche di consulenza. Cogliete questa occasione e mi raccomando, non aspettate la fine dell'anno, ci sono adesso anche varie realtà che devono presentare domande di contributo, che hanno partecipato e stanno partecipando al nostro progetto Eurosfide und an einem neuen Projekt, das wir jetzt Ende Mai vorstellen werden, wo es ganz gezielt um europäische Beiträge geht. Also nicht diese Form, wie wir sie jetzt bei Sfide Europäer kennenlernen, mit einem Fortbildungskurs, sondern kleine Ausschreibungen, wo wir den Vereinen und Verbänden über verschiedene Stiftungen zeigen werden, wie sie da weiterkommen. Per me è importante che seguite anche questo discorso, che oltre quel programma di formazione che abbiamo implementato a febbraio sulle sfide europee con la Fondazione Cassa Risparmio e la Fondazione Carito di Trento, abbiamo adesso in programmazione un altro progetto con la possibilità di ottenere finanziamenti entro il 2021 attraverso un bando specifico che presenteremo nelle prossime settimane. Das ist ganz wichtig, also dass wer spezifische Projekte vor sich hat, noch keine abgesicherte Finanzierung hat, dass er auch da Möglichkeiten findet. Voraussetzung ist natürlich auch, dass man die eigene Finanzlage, die buchhalterische Situation erfassen kann, gekoppelt mit dem neuen Statut, was eine Basis ist, um auch aufzuzeigen, dass man eben die Anpassung an den dritten Sektor gemacht hat, dass man die Voraussetzungen hat, um in dieses nationale Register, in dieses Registro Unico Nazionale del Terzo Settore zu kommen. Also Sie sehen, die Maschinerie geht so langsam los, also es bewegt sich was, der Motor ist bereits angelaufen. Es gibt jetzt einiges, was auf uns zukommt. Natürlich, es ist immer die Angst dabei, viel mehr administrative Arbeit. Nein, sehen Sie es bitte unter dem Gesichtspunkt, qualitativ schneller arbeiten zu können, mehr Zeit dann auch für andere Dinge wieder zu haben. Leider ist es halt so, dass wir jetzt in dieser Phase in diese Tätigkeiten investieren müssen, um nachher besser effizient und wirklich auch auf das Kerngeschäft wieder zurückzukommen, das Sie alle machen, vor allem in den ehrenamtlichen Organisationen und in den verschiedenen Strukturen des dritten Sektors, wo man auch wieder mit dem Klienten und mit den Zielen, die man verfolgt, diese nachkommen kann und diese auch umsetzen kann. Allora, come vi ho detto, questo è un po' la situazione attuale. Il requisito per ottenere questo tool gratuitamente è dimostrare che siete soci del CSV, quello è il minimo dei problemi, la maggior parte ha questo requisito o può aderire senza problemi e sempre pensando che
intorno a questa possibilità c'è una serie di consulenze che noi offriamo e che ci sia questo accompagnamento continuo senza lunghe liste di attesa, dove per noi è importante risolvere abbastanza velocemente le problematiche e le tematiche poste da voi. Der heutige Nachmittag wird Klaus Berntaler wird Deutsch-Italienisch sprechen, Thomas Cirotto wird Deutsch-Italienisch sprechen. Wir haben Erfahrungen gemacht. Natürlich, es gibt keine Simultanübersetzung, aber ich habe gesehen, man kommt zurecht. Wir haben dieses Webinar, diese Veranstaltung auch natürlich wieder in Aufzeichnung. Das heißt, Sie können es in den nächsten Tagen auch dann nachhören, nachsehen. Wir werden auch, bitte schauen Sie sich unsere Videothek an. Da sind ganz wichtige Informationen drin und auch ein Großteil der Webinars, die wir gerade auch mit Thomas Girotto in den letzten Monaten organisiert haben. Zum Teil sind auch Slides da drin, also man kann nachlesen, nachhören. Nutzen Sie diese Möglichkeiten, dass man auch die Unterlagen herunterlädt und eben sich die Situation nochmal anschaut. Allora, consiglio mio, consultate la nostra videoteca dove non trovate solo la registrazione dell'evento, ma anche altre informazioni che possono essere utili per affrontare la tematica e la problematica da affrontare. Adesso ho parlato tantissimo, scusatemi, però è importante. E adesso passiamo la parola a Klaus Berntaler, a Thomas Girotto. Thomas Girotto farà il simpatico antipatico oggi pomeriggio, perché in questa fase è importante che lui faccia anche i commenti e le domande su quello che Klaus Berntaler dal punto di vista tecnico presenta. Alla fine, come vi ho detto, vi prego anche di fare le domande, le potete scrivere in chat. Così non abbiamo un caos con voci e rumori vari, perché sono collegati più di 100 persone e quello potrebbe creare tematiche e disturbi per gli altri. In ogni caso, siamo molto felici di ricevere le vostre domande anche in un secondo momento. Scriveteci, also Mail sind immer herzlich willkommen. Bitte ein bisschen Geduld haben, wenn wir nicht gleich am gleichen Tag antworten. Geht oft leider nicht oder geht zum Teil jetzt überhaupt nicht, aber wir werden versuchen, so schnell wie möglich Ihnen zu antworten. Wer heute schon eine klare Antwort auf der Seele, auf dem Leib hat und sie in den Chat schreiben will und glaubt, dass diese Frage auch nützlich ist für andere Vereine, bitte diese Möglichkeit nutzen, dann wird Thomas Girotto, Klaus oder auch ich darauf antworten. In dem Sinne jetzt eine gute Veranstaltung, das Wort an dich, lieber Klaus Berntaler, vielen Dank und wir hören uns später wieder. Danke sehr für die Einführung, danke Uli. Wir kommen heute zu einer kurzen Thematik, zu der kurzen Erläuterung der Thematik, wie das CASA-Prinzip funktioniert, wie das Tool funktioniert und vor allem, welche Möglichkeiten das dieses Tool in Zukunft auch offeriert. Die Frage wurde auch gestellt, kann ich nach im Nachfeld mit diesen Daten, die ich eingegeben habe, auch eine Software befüllen? Ja, das ist möglich. Also ich kann dementsprechend diese Daten auslesen und auch, wenn ich zukünftig möchte, gerne wechseln in eine andere Softwareversion, andere Tools, kann ich das jederzeit machen. Questo è un benvenuto a tutti, un benvenuto anche a Thomas e a Uli, grazie per la spiegazione. Oggi, come vedete, provo sempre di fare il switch tra italiano e tedesco, logicamente qualche cosa dopo in tedesco viene forse più meglio come in italiano, come vedete il mio nome, e anche sono più collegato con il tedesco come con l'italiano. Adesso solamente per descrivere un attimino la situazione di questo tool. Il tool è anche usabile per tutti voi. Vuol dire che tutte le persone che hanno a casa un Excel o un accesso a internet possono usare questo file. Per questo motivo abbiamo anche scelto questa forma del programma di creare, diciamo, il vostro rendiconto a principio CASA. Una cosa molto importante, quando volete anche nel futuro fare un switch in un altro programma o cambiare il metodo di lavorare, i dati che avete in questo file potete anche usare per nuovi programmi. Vuol dire che anche un export di questi dati o un import in un'altra software è possibile.
Adesso iniziamo con la situazione. Come avete tutti, normalmente avete a casa già un rendiconto, un estratto conto in formato Excel. Così guardiamo insieme un attimino questi dati in Excel. Una situazione tipica che trovate praticamente quando fate un scarico di un Excel del vostro conto bancario è questo formato qua. Come vedete, il formato può logicamente essere anche un po' differente quando avete la banca posta e questo formato, quando avete la Raiffeisen, è un altro formato, quando avete la Casa di Risparmio o altre banche, sono sempre di vari formati. Cosa sarebbe dopo da fare come primo passo? Di evidenziare logicamente i dati, cosa dobbiamo avere, sempre la data della valuta, l'importo e una piccola descrizione, così che sappiamo che cosa abbiamo anche di dati di infilare nel nostro file. Also, kurz nochmal auf Deutsch. Wie Sie sehen, ist es die Situation, die Sie normalerweise vorfinden, wenn Sie einen Export Ihrer Banksituation in Excel machen. Diese kann logischerweise von Bank zu Bank variieren. Das bedeutet, dass die Position von Zahlen von Bank zu Bank können anders sich gestalten. Was ist das erste Punkt zu machen? Sie verifizieren, wie die Situation aufgebaut ist, welche Daten dementsprechend an welcher Position sind und wie Sie sie in Zukunft in Ihren Excel müssen einfüllen. Der erste Schritt ist also automatisch, nochmals zu überprüfen, wie das Excel aufgebaut ist. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam kurz an. Das Excel stellt sich in dieser Form zusammen. Es stellt sich zusammen aus dem Grund, dass, wie ich das vorher gesagt habe, die Variierung der Datennachfolge kann von Bank zu Bank verschieden sein. Come vedete, praticamente nel nostro Excel non è così come trovate adesso in questo momento nel mio file che ce l'ho preparato della banca posta. Abbiamo qui prima la data, dopo la descrizione e l'importo. Adesso per fare il trasferimento dei dati del vostro Excel in questo Excel, non serve tanto, l'unica cosa che serve è di adeguare la posizione di ogni dato. E questo facciamo in questa maniera così che... Abbiamo qui le posizioni, adesso sappiamo che prima dobbiamo avere la data, dopo la descrizione e l'importo, così creiamo un nuovo file dove iniziamo. Cosa dobbiamo avere? Prima la data, dopo la descrizione e dopo l'importo. Wie Sie sehen, ist es möglich, also Daten nochmals zu filtern. Das ist die einfachste Variante, dass man einfach sagt, ich mache ein neues File, ein neues Blatt, verbinde dieses mit ist gleich und habe dann dementsprechend die neue Reihenfolge und kann das dann einfach nach unten weiterziehen und habe dann alle Daten, die ich dementsprechend möchte, in neuen File verwenden, schon vorhanden. Sind keine Daten vorhanden, dann wird symbolisiert durch das Programm, dass keine Daten vorhanden sind. Datum wird auf 1900 gestellt, 00. Jetzt kann ich diese Daten frei auswählen. Mit STEG einfach. Und kopieren. Klaus, una precisazione, mi permetto, la data a considerare è la data valuta. Avete visto, ci sono due date, no? Data contabile e data valuta. Siccome ragioniamo in termini di cassa, si tiene sempre in considerazione qual è la data che evidenzia la disponibilità dell'importo sul conto, la disponibilità se è un'entrata o
il deflusso dell'importo. La data che evidenzia questa, questa cosa è la data valuta, quindi la data da considerare è quella, perché spesso differisce. Se andate a vedere i movimenti all'1-1, spesso differisce. Come vedete, praticamente adesso abbiamo fatto la coppia, è solamente da incollare. Forse avete anche di più files da incollare, ma il metodo di questo lavoro è sempre lo stesso. Scegliamo logicamente la posizione, andiamo dentro e possiamo anche incollare questa. Come vedete, il primo passo è praticamente fatto. Adesso ricapitoliamo un attimino. La situazione, logicamente, questo che troviamo è sempre una situazione che avete anche delle altre carte che usate. Non è sempre tutto che fate con il conto bancario, può essere anche che avete le altre possibilità di pagare o anche di ricevere i soldi. Also die Situation, die ihr logischerweise vorfindet draußen, ist nicht immer, dass alles über ein Bankkonto ist. In dem Idealfall habt ihr alle Überweisungen doch gemacht, alle Einzahlungen und somit könnt ihr das 1:1 übernehmen und dementsprechend auch weiter vorgehen. Jetzt kommen wir zum Tool an sich. Das war die Vorarbeit, questo è stato il lavoro che facciamo sempre nell'anteprima, raccogliamo tutti i dati, guardiamo dove sono i dati che avete in cartaggio o anche in formato Excel e scegliamo praticamente la posizione. Il nostro tool è molto semplice, vuol dire che abbiamo qua nell'inizio una piccola schematica, una copertina dove possiamo dopo scegliere di andare. In questo momento con questo link andiamo nella posizione prima, nei dati informazioni generali. Abbiamo l'associazione, adesso io lo chiamo l'associazione Klaus. Se abbiamo la sede, adesso prendiamo nella provincia di Bolzano, facciamo nella provincia di Bolzano, legale rappresentante e anche Klaus Berntaler in questo momento. Il codice fiscale, avete sempre tutti sotto mano. Il codice in un MOUZ sicuramente anche, e la forma giuridica dovete scegliere alla vostra necessità. Also die dementsprechende Eingabe, ich mache das hier in Italienisch, das Tool ist auch auf Deutsch dementsprechend vorhanden, also bitte nicht zurückschrecken, es gibt es auf Deutsch und Italienisch. Die Eingabe, was Sie hier machen sollten, dient dazu, dementsprechend die weiteren Schritte im Excel genau auszuführen. Ich bitte Sie hier, diese da auszufüllen, nach bestem Wissen und Gewissen. Dementsprechend auch nachschauen, ob wirklich die Benennung, die Sie nutzen, auch juridisch hinterlegt worden ist. Dass der Sitz der Gesellschaft wirklich an dieser Position ist, wo Sie denken, dass er ist. Dementsprechend der Verantwortliche der Gesellschaft sollte auch über seine Nominierung informiert worden sein. Ich habe festgestellt, dass viele Leute von Gesellschaften nicht mal wissen oder beziehungsweise von Vereinen, dass sie Präsident oder noch Präsident sind. Bitte nehmen Sie auch diese Möglichkeit zur Verifizierung der Daten. Prego, attenzione, quando inserite questi dati, fatto anche una piccola verifica che questi dati che usate, che inserite, sono anche ben validi e giusti e corrispondono con la realtà. Der nächste Schritt, nachdem wir dementsprechend wir die Daten eingegeben haben. Klaus, scusa, ti interrompo perché sto leggendo dalla chat. Giustamente ci fanno notare che il numero. Si sono quesiti sul numero di registrazione del RUNS. Attualmente le associazioni non hanno ancora un numero del RUNS perché giustamente la trasmigrazione, che è quell'operazione che sta avvenendo, con la quale le anagrafiche dal registro provinciale vengono trasmigrate in questo elenco nazionale che è appunto RUNS, non è ancora completata, quindi il numero non è ancora assegnato. Quindi il numero RUNS vi verrà assegnato una volta che questa trasmigrazione sarà perfezionata. Nel frattempo potreste indicare in questo campo il decreto col quale siete stati iscritti nel registro provinciale. Come forma giuridica, le forme tipiche sono due nei vostri casi, o tre: o siete una fondazione, oppure una APS, associazione di promozione sociale, oppure una ODV, ovvero una organizzazione di volontariato.
Per fare quel controllo che diceva Klaus, che le anagrafiche siano corrette, la posizione più importante da verificare che siano corrette è quella che risulta all'Agenzia delle Entrate. Quindi un consiglio, magari il Presidente che si prenda il tempo di farsi fare un estratto agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate della posizione anagrafica e da quella poi riuscite a avere un riscontro se i dati dichiarati lì sono corretti, che poi saranno matchati anche con quelli che risulteranno al RUNS. Quindi se ci sono delle discrepanze, sistemateli anche, soprattutto all'Agenzia delle Entrate, in modo che poi con il RUNS le posizioni combaciano. Also ich möchte noch einmal wiederholen, was der Herr Thomas jetzt noch ganz gut gesagt hat. Also bitte, die RUNS-Nummer ist nicht vorhanden, noch so wie wir das entnommen haben. Ich bitte Sie hier dementsprechend das Ernennungsdekret anzugeben. Falls etwaige Daten nicht vorhanden sind oder beziehungsweise nicht greifbar sind, überprüfen Sie bitte die Eintragung in der Agenzia delle Entrate, in der Steuereinzugsbehörde, ob diese Daten, die Sie momentan verwenden und diese, die hinterlegt sind, auch der Wahrheit entsprechend und korrespondieren. Das ist eine sehr einfache Arbeit. Trotzdem empfiehlt sie sich in diesem Moment, alle Daten, die Sie verwenden, auch nochmals zu verifizieren. Falls irgendwelche Daten nicht der Wahrheit entsprechen, bitte Sie dementsprechend auch diese wieder richtig zu stellen. Was ist der nächste Schritt dementsprechend machen? Wir bilden das Kalenderjahr aus. Jetzt die 90% von Ihnen werden vielleicht mit 31. Dezember das dementsprechende Bilanzjahr schließen. Es gibt aber allerdings auch Vereinigungen, die dementsprechend auch diese Kalenderjahre nicht einhalten, sondern wo es versetzte Bilanzjahre gibt. Come vedete, avete qui la possibilità di inserire dei dati, così come immaginate già, qualcuno ha di un tempistiche di bilancio che non corrispondono con l'anno, può essere che va da maggio a maggio o di altre tempistiche. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Was ist die Situation? Also ich habe vorher jetzt die Daten gesammelt, habe sie schon eingetragen. Ich bin jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, habe sie auch schon zugewiesen. In questo momento io ce l'ho già inserito alcuni dati, come vedete, per essere un po' più veloce, anche per lasciare vedere anche di più funzioni di questo programma. Il saldo iniziale, logicamente, è da inserire. Also der iniziale saldo ist hinzuhinterlegen bei dieser Form der Erfassung ihrer Daten. Ich bitte Sie, diesen auch dementsprechend zu hinterlegen und zuzuweisen. Die Zuweisung ist sehr einfach. Alle Felder, die rot sind bzw. sich in diesem Bereich befinden, können bearbeitet werden. Alle Felder, die grün sind, sind Listen hinterlegt. Sie können hier frei auswählen, welche Zuweisung das Sie machen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion, die auch für die Folgejahre einen gravierenden Einfluss hat. Sie können diese Tabelle auch für die nächsten 10, 20 Jahre benutzen, vorausgesetzt, dass alles gleich bleibt. Vuol dire che tutti i dati che sono una volta inseriti non vengono più toccati. Con queste liste di scelta, una persona può scegliere la posizione dove l'importo viene caricato o scaricato. Also die Zuweisung erfolgt immer über diese Listen. Vielleicht ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber Sie werden feststellen, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, die Listen bzw. die dementsprechende Zuweisung zu machen. Diese zwei Felder sind für die Zuweisung dementsprechend der Positionen an die Vorgabe des neuen Bilanzgesetzes bzw. des neuen Hinterlegungsgesetzes. Queste due sezioni di scelta sono connesse con il rapporto provvisto di legge in questo momento. Sie haben hier die Möglichkeit, auch die Nummerierung zu hinterlegen. Diese ist frei wählbar. Bitte Sie diese dementsprechend auch immer bonusgemäß in der Journalführung weiterzuführen. In diesem Bereich, Conditico, haben Sie die Möglichkeit, eine freie Bilanz zu erstellen, wie Sie das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, Daten einzugeben, frei, wie Sie sie schon in der Vergangenheit gehabt haben. Vielleicht aus Notwendigkeit, das verschiedenste ihrer
Mitglieder, die alte Bilanz gewohnt sind und auch diese weiterführen möchten. In questo campo avete la possibilità di fare una libera scelta di un rendiconto come avete già fatto adesso per tutti gli anni. Questo vediamo dopo in seguito. Wie ist also die Eingabe in diesem Moment? Ich habe hier die 24.000 als Initialsaldo, weise die auf das Jahr zu, auf das Kompetenzjahr, ich lasse das jetzt auf 2018, weise das auf das Konto zu, das ist in diesem Moment Konto und Bank und dementsprechend auf das Position. Hier muss ich keine Journalnummer vergeben. In questo punto posso scegliere tutte le possibilità di scelta, vuol dire che posso connettere i miei importi con il conto giusto e posso anche numerare i miei movimenti così come previsto in legge. Il saldo iniziale non deve avere una numerazione, per il resto, per tutti gli ordini, per tutti i documenti, versamenti, eccetera, prego usate questa numerazione così che avete anche subito un giornale. Hier habt ihr die Möglichkeit, come già anticipato, in questa posizione avete la possibilità di fare una libera scelta. Questo guardiamo dopo insieme come è connesso e cosa può essere, e che, per chi può essere anche utile questa funzione. Scusa Klaus, puoi portare lo zoom a 120% magari così? Sì. Vediamo che è meglio. Oh, ok, grazie. Also nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Reine Eingabefelder, Auswahlfelder, Eingabefelder sind klar unterschiedlich. Alle Felder, wo Sie nicht eingeben sollten, sind gesperrt. Sie können die dementsprechend allerdings selbst freischalten. Also die Fehlerquellen sind sehr, sehr minimiert. Abbiamo la possibilità di inserire solamente in questi campi che sono evidenziati nei colori verso rosso dati. In questi campi che sono evidenziati con il verde abbiamo la possibilità di scegliere sempre i dati già impostati. Come vedete, questa è una formula dove una persona non può sbagliare. I campi sono anche protetti con un piccolo password. Vuol dire che nell'inizio, quando inserite i dati, potete là dentro questo password. Quando dopo avete la necessità di modificare forse di più, non si sa per quale motivo, potete anche mettere via questo password. Okay? Ma già con il password impostato potete creare il vostro bilancio. Scusa, magari Klaus, spieghiamo la colonna G, esercizio di competenza, per non creare confusione, visto che qua parliamo sempre di cassa e adesso c'è un termine che magari può fare confusione. Competenza è, la competenza è dettata dalla data nella colonna D. Quindi sì. Se il movimento è del 3/1/2019, la competenza sarà 2019. Quindi la competenza è data dalla data nella colonna D. Si potrebbe anche automatizzare, Klaus, si può, con la formula è uguale, is like ja. Prova a mettere la formula, così. Jetzt momentan blockiert. Ah, è bloccato, ok. È bloccato in questo momento. Lo fate a mano. Quindi qui, in questo caso concreto, la competenza sarà sempre 2019. Per quale motivo abbiamo inserito questa colonna? Perché volendo potresti inserire l'estratto conto del 2019 e del 2020, quindi incollandolo tutto in ordine cronologico e evidenziando quale esercizio di competenza, poi nel foglio che vedrete dopo avrete, vi riporterà in base all'anno che scegliete o i dati del 19 o del 2020, ovvero nello stesso file potreste avere dentro due esercizi. Questa è una possibilità. Se uno invece non vuole mescolare le cose, farà un file apposito per il 2019 e poi ne prenderà uno pulito per l'anno successivo. Però volendo si possono gestire anche più anni all'interno dello stesso file. Che è anche ancora da dire, logicamente esistono anche a ogni posizione un filtro adatto che potete dopo anche usare per dare, diciamo, anche un po' una vista un po' più fluida di tutti i contenuti. Also, die Filter sind hier vorgegeben. Diese Filter können dementsprechend auch benutzt werden, um Datenbereiche einzugrenzen, beziehungsweise um zu schauen, wo oder was ich buche. Sie können auch in diesem, die Möglichkeit besteht hier, mehrere Jahre in Folge einzugeben. Somit sind diese Filter sehr wichtig.
Boom, ich habe vielleicht 10 Jahre jetzt und automatisch möchte ich jetzt nur evidenzieren alles, was ich 2018 gemacht habe. Somit kommt nur 2018 heraus. Die Filter, wie gesagt, frei einstellbar und frei wählbar für diese, die sie brauchen. Was Thomas auch noch gesagt hat, also diese Kompetenzjahr bezieht sich immer auf das Jahr, das sie eingeben. Thomas, möchtest du noch was hinzufügen oder ist das jetzt? In der Chat ist noch eine Frage aufgetreten. Was ist, wenn ich mehrere Bankkonten habe? Also es wurde angedeutet, es gibt die Möglichkeit, auch mehrere Bankkonten einzufügen. Einfach anschließend Copy and Caller einfügen und vielleicht in der Spalte C, also Nummer Konto steht, ja, vielleicht hervorheben, um welches Konto es sich handelt. Also das ist zum Beispiel jetzt das Poste B, dann schreiben wir Poste hin zum Beispiel. Und dann im nächsten Abschnitt, wo wir die Daten vom anderen Konto einfügen, schreiben wir halt Sparkasse hin. Das Gleiche gilt wenn wir Bargeldbewegungen haben. Also wir haben gesagt, auch die Bargeldbehebungen müssen ja auch diese entsprechenden Ein- und Ausgaben, die im Bar stattfinden, muss man auch entsprechend erheben für unsere Bilanz. Mhm. Und da müssen wir eben auch unten wieder anschließend, da gibt es logisch keinen Copy and Caller, da müssen wir händisch eingeben, geben wir einen Anfangsbestand, also schreiben wir hin, in der ersten Spalte C, Kassa, Beschreibung Anfangsbestand und dann halt die Beträge, also das sind die Bewegungen Kassa, Datum 1.1.19 ist der Kassabestand, Anfangsbestand, nehmen wir an 100 Euro. Poi lo ripetiamo anche in italiano, signor Klammer. Adesso lo dico in tedesco, poi lo ripetiamo. Nehmen wir an 100 Euro und dann unten, und da muss man entsprechend zuweisen, also das Konto ist Kasse Banca, nicht? Haben wir oben schon, brauchen wir nur zu kopieren. Nicht? Also man kann da auch Copy and Caller noch notieren, also man muss nicht jedes Mal extra auswählen, man kann auch Copy and Caller machen und dann halt die entsprechenden Bewegungen, die ja auf der Kasse stattgefunden haben, mit Minus die Kosten, die Ausgaben und mit Plus die Einnahmen. Gell, also wie ripeto in italiano, abbiamo detto che si possono anche gestire più conti correnti e anche ovviamente i movimenti di cassa contanti, quindi semplicemente i conti correnti li colliamo tutti di seguito per tenere traccia quali sono i movimenti da uno conto rispetto all'altro. Lo teniamo in evidenza nella colonna C dove è evidenziato il numero del conto. Adesso il numero del conto, possiamo incollare il numero del conto o anche la descrizione, che sia conto Poste Pay o Cassa di Risparmio o quel che sia, e lo stesso vale per i movimenti di cassa. Anche lì vale lo stesso discorso, bisogna indicare l'apertura della cassa all'1-1 e tutti i movimenti con segno meno, le uscite con segno più, le entrate, sposando poi nelle colonne dalla G, H, I e di seguito, quindi indicando la competenza, la sezione e rigo nei quali devono andare a confluire. Perché, ripeto, la rendicontazione per cassa evidenzia non solo i movimenti di banca, ma anche quelli in contanti. Quindi questo è un consiglio che do a tutti per non complicare ulteriormente le cose, evitiamo i movimenti di cassa, gestiamo tutto con un conto corrente in modo che tutto quello che poi troviamo sul conto corrente lo possiamo riportare uno a uno nel nostro bilancio senza dover gestire poi anche i movimenti di cassa. So, nur noch eine Frage, was jetzt auch im Chat gewesen ist, wird es dann automatisch logisch nummeriert? Aufpassen, ich brauche diese Nummerierung automatisch in diesem Moment nicht. Ich würde immer vorschlagen, dies händisch einzugeben. Dopo anche per la descrizione che inserite praticamente nel campo delle entrate, per me è quasi utile che usate questa descrizione che avete anche dentro nei vostri conto bancari che anche risulta sul estratto conto. Um einfach auch, also bitte immer bei der Beschreibung versuchen, das sehr, sehr an die Auszüge Ihrer Bankkonten anzugleichen, damit es auch nicht Verwirrung stiftet. Okay. Per facilitare l'inserimento, un consiglio, allora si può anche, come abbiamo detto, filtrare, siccome dall'estratto conto molti movimenti sono identificati da
una descrizione simile. Se filtriamo adesso per la colonna F, se lo fai vedere, metti un filtro dalla A alla Z, quindi la colonna F, ah scusa, E. Colonna E. Se filtri per in ordine alfabetico dalla A alla Z, vai, mi evidenzierà, come vedete, allora tutto quello che tipo, vedete, competenze per esempio, no? Le voci competenza sono tutti collegati a oneri bancari, quindi queste due posizioni le identifichiamo con la stessa sezione, lo stesso rigo. In questo modo evitate di dover identificare ogni singola posizione, fate un copia e incolla, no? Oppure, non so, adesso vedo ordine, conto ordine provincia autonoma, riga 22-23, anche lì sono la stessa natura, anche lì potete poi fare un copia e incolla. Quindi, qua, in questa maniera riuscite già a identificare molte posizioni, perché se penso alle commissioni bancarie, nel nostro esempio ci sono solo due righe, ma sicuramente ogni mese avrete competenze che siano imposta, che siano interessi, che siano spese, quindi almeno 24 righe solo i movimenti di banca ce li avete già così sistemati, no? Poi, ovviamente il rendiconto va poi gestito, deve essere evidenziato in ordine cronologico, la cronologia è data dalla data, quindi se vi viene chiesto un libro giornale, il libro giornale va sempre fornito in ordine cronologico, basta filtrare colonna D, di nuovo dalla A alla Z, e avete di nuovo il vostro ordine cronologico che dovrà avere anche corrispondenza nella numerazione che è data nella colonna J, che è appunto la numerazione, deve essere cronologica, quindi seguire l'ordine dettato dalla data. Quindi il numero di registrazione, se avete più conti, assegnatelo quando avete importato tutti i conti e avete filtrato per data, perché a quel punto, filtrando per data, i movimenti dei vari conti e di cassa si mescoleranno. Però è quella la logica, no? Quindi il numero di registrazione deve seguire la cronologia, indipendentemente da quale conto, attraverso quale conto sia stato sostenuto il costo o sia arrivata... sia stata conseguita l'entrata. Sono ganz kurz zu wiederholen, also die Möglichkeiten der Filterung, wie Sie das schon gesehen haben, sind immer gegeben. Wenn Sie die Nummerierung machen, der Journalnummerierung, bitte Sie immer, das über das Datum zu machen, dass dementsprechend das Datum auch mit der Nummerierung zusammenstimmt. Das bedeutet, Sie wählen einfach den Filter aus, in diesem Moment ist es der Filter D, sagen aufsteigende Reihenfolge, so wie wir das schon gemacht haben, und nummerieren dann dementsprechend die Bewegungen. Jetzt, wenn Sie wieder eine Position haben, die ein Saldo initial ist, müssen Sie diese nicht nummerieren. Der Rest logischerweise ist weiterhin zu nummerieren in chronologischer Reihenfolge. Alle Filter sind auch ausblendbar. Ich brauche nicht immer die Filter, ich kann dementsprechend auch diese Filter ausblenden. So. Okay. Questo numero di registrazione poi sarà anche il numero che riportate sulla pezza giustificativa, perché vi ricordo che nel regime per cassa l'unico adempimento necessario ai fini fiscali è quello della conservazione decennale dei documenti di spesa o di entrata, se fate le fatture, e la numerazione progressiva di questa documentazione. Quindi la conservazione decennale, ok, quello è chiaro, la numerazione sarà dettata da questo numero cronologico che indicate qua nel libro giornale. Quindi adesso la posizione numero, il numero di registrazione numero 1, che è una entrata a quota associativa, adesso lì se non ci sarà un documento, a meno che non abbiate un estratto conto al quale si evidenzia questi 230 euro che sono entrati, quindi quel documento porterà il numero 1. Okay, das nochmal ganz zusammenzufassen, also die Hauptaufgabe dementsprechend, die Ihnen jetzt in Zukunft zukommt, ist diese Ausfüllung dieser Tabelle, also dieser Vorgabe dieser Tabelle. Falls, also Sie werden sie schaffen, diese Tabelle ordnungsgemäß auszufüllen, automatisch kreieren sich nachfolgend alle weiteren Schritte. Thomas, möchtest du noch was da hinzuzufügen bei dieser Tabelle, weil ich denke, es ist wichtig. Ich schaue nur gerade in die Chat rein. Also wäre es besser, am Ende des Jahres zu nummerieren. Also la domanda è, ma appunto a fronte di questa numerazione progressiva
che bisogna assicurare, è meglio fare questa operazione di import e di assegnazione alla fine dell'anno? Allora, a mio personale avviso, questa è un'operazione che va fatta una volta all'anno e va fatta dall'inizio alla fine, perché sì, per un motivo semplice, perché vi facilitate la vita. Non avete la necessità di fare, se non avete la necessità di fare bilanci intermedi, non so, al 30 del 6 o se avete altre scadenze durante l'anno, questa è un'operazione che farei alla fine dell'anno, quando avete tutti i movimenti dei 12 mesi copiate e incollate, sposate le varie righe e numerate, e così il lavoro è fatto. Se lo fate durante l'anno, potete benissimo anche farlo, estrarre, ho messo in mente i numeri e inserirli. Chiaramente questo dovete farlo però per tutti i conti e anche per i contanti, quindi si tratta di prendere in mano le stesse cose 12 volte in un anno, piuttosto che prenderle in mano una volta alla fine dell'anno, che quindi io sinceramente non ci vedo, non ne vedo un gran senso. Also zur Antwort, am Ende des Jahres oder unterm Jahr, mein Vorschlag ist, dass man diese Operation am Ende des Jahres macht, dann nimmt man die Sachen einmal in die Hand, anstatt 12 Mal, wenn man es monatlich macht. Also wenn nicht das Bedürfnis besteht, dass man unterm Jahr eine Abrechnung, zu eine Zwischenbilanz zu erstellen hat, aber ich glaube, das ist bei keinem. Also wenn das nicht gegeben ist, dann würde ich das am Ende vom Jahr machen. Ok. Così facciamo il passo successivo, andiamo dopo praticamente nel campo che è il campo della verifica. So. Hier befinden wir uns jetzt in einem Ausgabefeld, wo wir verschiedenste Änderungen noch vornehmen können. Questo è il campo dove possiamo anche ancora delle rettifiche su ogni posizione che abbiamo. Hier haben die Möglichkeit, alle Kunden nochmals separat zu bewegen. Es könnte ja der Fall sein, dass Sie noch möchten eine Korrektur im Sendbereich vornehmen. Somit können Sie hier diese Korrektur eingeben und auch vornehmen, egal in welcher Position, dass Sie sich in der Bilanz bewegen. Come vedete, praticamente qui potete dopo fare anche delle piccole rettifiche su ogni posizione. Prego, quando fate delle rettifiche, prendete anche il noto della rettifica, vuol dire che fate una annotazione per quale motivo è stato fatto, perché oggi sapete ancora cosa avete fatto, forse in 3 o 2 anni non sapete più cosa avete fatto e cosa avete combinato. Bitte Sie bei jeder dementsprechenden Umbuchung oder Richtigstellung auch das zu hinterlegen. Und auch so zu hinterlegen, dass Sie das in 2 oder 3 Jahren oder Ihr Nachfolger auch verständlich, Verständnis, also kann auch bringen, wie es zu dieser Änderung gekommen ist. Logicamente si tratta solo di riclassificazioni, quindi quello che avete inserito con segno meno 1 adesso nella riga 9 dovrete inserirlo con segno opposto in un'altra riga. Perché la logica del rendiconto per cassa è che il bilancio deve quadrare. Qual è la quadratura? La quadratura è data quando il risultato dell'esercizio dato come differenza tra entrate e differite, entrate e uscite, che in questo caso il risultato è, se lo puoi far vedere, magari zoomi a 120, Klaus? Sì. Vediamo meglio. In questo caso il risultato dell'esercizio è pari a 264,31 euro, se ce lo evidenzi, la riga 113, ok, questo è il risultato. Il risultato deve essere pari al delta delle disponibilità finanziarie, disponibilità finanziarie date da cassa contanti e depositi bancari. Quindi, se all'inizio dell'anno avevo 100 euro tra contanti e banca e alla fine dell'anno ho 250 euro sul conto, vuol dire il delta sono, la differenza sono 150 euro con segno positivo, quindi devo evidenziare un risultato, un utile di 150 euro. In questo caso la quadratura non è data, e qui nella riga 122 vi abbiamo inserito una formula di controllo che evidenzia appunto che c'è una differenza di 24.132 euro. Questo perché? Perché il match non è dato. Allora, infatti, evidenziamo nella riga 113 un utile di 264,31 euro e il delta
tra le disponibilità a inizio anno, finanziarie all'inizio anno e alla fine anno è di 24.000, cioè la differenza tra 14 euro e 24, 482, quindi davanti nel foglio dell'inserimento dati qualcosa non è stato inserito, ma evidentemente non abbiamo assegnato qualche riga o non abbiamo indicato i saldi finali di cassa di banca. Ok, quindi il controllo è quello. Quindi tornando alla riclassificazione che prima abbiamo visto di un euro, quindi si toglie un importo da una riga di costo, bisogna inserirlo in un'altra riga di costo. Quindi le modifiche da fare si limitano semplicemente a riclassificazioni, quindi il risultato finale non deve restare lo stesso. Posso solo okay. Ganz kurz rekapitulieren, also die Differenz dementsprechend, die hier aufgewiesen wird, kommt jetzt davon, dass ein Anfangssaldo dementsprechend nicht, beziehungsweise ein Endsaldo nicht richtig berücksichtigt worden ist. Hier im Idealfall, wenn Sie alles richtig gemacht haben, steht okay. Genau. In diesem Moment haben wir die Differenz, weil es die Differenz sich ergibt von den 14 Euro auf die 24.000 Euro. Somit haben wir einen Differenzbetrag, den wir müssen richtigstellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir diesen Bereich hier richtigstellen, sondern gehen zurück in den Eingabefeld und stellen in diesem Bereich richtig und suchen hier den Fehler. In diesem Ausgabefeld haben wir die Möglichkeit, so wie es die Provinz in questo campo abbiamo la possibilità di stampare il nostro bilancio definitivo come richiederà la provincia. Così avete la possibilità di avere, diciamo, la forma già adeguata per un deposito del vostro rendiconto secondo il principio di cassa. Hier habt ihr also die Möglichkeit, den Ausdruck für das Kassaprinzip zu machen. Ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und dementsprechend auch noch ansprechen, was ist, wenn ihr möchtet, eine Bilanz noch laut eurem alten Schema machen? Aus irgendwelchen Gründen ist es vielleicht für euch notwendig, das alte Schema beizubehalten. Vi avete anche la possibilità di lasciare il vostro schema, dire che avete in questo momento già impostato per le vostre, per il vostro rendiconto analitico, abbiamo in questo momento definito, ma potete praticamente usare le vostre posizioni che avete già dentro nel vostro bilancio. Wir haben hier die Möglichkeit, alle Felder nochmals separat anzupassen. Das bedeutet, Sie können hier einfach sagen, das ist jetzt per i soci ordinari, per i soci onorari. Hier können Sie allerdings auch dieses austauschen und sagen, okay, ich habe nicht diese Benennung, sondern eine andere Benennung. Das wird dann vom Programm dementsprechend akzeptiert und auch zugewiesen. Wenn wir jetzt zurückgehen auf das Eingabefeld, adesso facciamo il passo, andiamo di nuovo indietro, vediamo cosa è cambiato. Abbiamo qui la possibilità di scegliere di nuovo la posizione giusta. Also hier habt ihr die Möglichkeit, frei eine Bilanz zu erstellen, nochmals so, wie ihr das gewohnt gewesen seid. Ich bitte euch, also wie gesagt, einfach das Bilanzschema eurer alten Bilanz zu übernehmen, hier die Positionen auszutauschen. Automatisch habt ihr den Filter auch im Conto Analitico qua. Avete anche di nuovo praticamente un filtro adeguato alla vostra realtà e potete scegliere ogni posizione come siete già abituati con il vostro schema del vostro bilancio. Für diese, die das machen möchten. Thomas, hast du da noch was anzufügen? Sì, questo mi torna utile. Allora, innanzitutto, se voi avete una storia di bilanci per poter portare avanti questa, cioè per poter comunque evidenziare una storicità dei dati, se siete abituati a un prospetto di rendicontazione già da 20 anni, è anche importante mantenerlo e poter anche potersi confrontare col passato. Quindi questo prospetto analitico che noi, questo qua, ripeto, è un esempio che noi forniamo. Questo potete poi personalizzarlo in base a quello che pensate voi. Quindi per garantire una storicità, prima di tutto è importante questo foglio e in secondo luogo anche perché descrive i numeri un po' in modo più analitico, un po' più
un po' più in modo tangibile, perché il modello ministeriale non è proprio di immediata lettura, c'ha delle descrizioni che a tanti non dicono niente, quindi molto probabilmente quando si tratterà di presentare il bilancio in assemblea lo si commenterà in base a questo bilancio analitico, dove si può tenere considerare tutte le peculiarità di ogni singola associazione, no? Soprattutto se c'è un'associazione che ha esigenza di rendicontare in base, non so, al progetto, o se sono costi inerenti alla sezione, non so, alla sede di Bolzano piuttosto che Merano, oppure alla sezione giovani piuttosto che adulti, e così via. Poi una terza utilità può essere anche quella riferita ai contributi. Se voi gli stessi numeri dovete anche portarli a un ente pubblico che però non vuole avere il rendiconto ministeriale, ha un proprio rendiconto, anche qui potreste all'interno di questo foglio riportare lo schema richiesto dall'ente e quindi gestirlo all'interno dello stesso file nel quale fate anche il vostro bilancio, in modo che i numeri poi siano in ogni momento, cioè si adeguano in tutti e due gli schemi, senza dover gestire un file apposito anche per questo rendiconto qua. Questo foglio potete anche poi inserirne uno ulteriore, quindi è un Excel, quindi si possono aggiungere altri fogli, e nel foglio IG dove vengono inseriti i dati abbiamo predisposto anche altre colonne che sono libere. IN, vedete a destra c'è un'altra colonna L che non è ancora stata assegnata, l'abbiamo chiamata filtro 2, dove volendo, se inserite un altro foglio, magari il foglio analitico è quello del bilancio vostro interno che avete sempre usato, aggiungete un altro foglio che lo chiameremo rendiconto provincia, e in quella colonna lì, nell'inserimento dati, potete assegnare il numero di conto relativo al foglio che vi serve per la provincia, per esempio. Quindi ognuno può personalizzare un po' a piacimento questi fogli. Also nur noch ganz kurz zusammenzufassen, File ist schon voreingestellt. Also Sie müssen nichts verändern, wenn Sie das nicht wünschen. Also Sie haben zwar die Möglichkeit, verschiedenste Ausgabeformen dementsprechend auch anzuwenden. Das bedeutet, Sie können den Ausgabefeld so anwenden, so wie Sie das schon gewohnt sind, mit dem Rendiconto Analitico. Sie können die Ausgabe machen, so wie Sie das möchten für Projekte. Sie können auch die Ausgabe, so wie das Gesetz wünscht, ausdrucken. Wenn Sie allerdings möchten weitere Felder einfügen, gibt das Excel immer die Möglichkeit, das auch zu ergänzen und hinzuzufügen. Das ist dann Ihnen überlassen. Dementsprechend ist alles so aufgebaut, dass es sehr einfach zu handhaben ist, dass es jederzeit kann in andere Files exportiert und transferiert werden. Das bedeutet, Ihr File oder Ihre Datenarbeit oder Ihre Arbeit ist niemals umsonst. I dati che sono una volta inseriti possono essere usati per qualsiasi altra piattaforma. Vuol dire che avete oggi l'Excel, forse in un domani volete fare con una software, così con questo software, con questa tool avete la possibilità di fare questo switch. Questo è anche ma sia wichtig. È molto importante di sapere anche questo, che il tool dà queste possibilità. Adesso abbiamo ancora l'ultima cosa che potete fare o anche no, è la previsionale. Vuol dire che posso fare anche un piccolo previsionale dove io descrivo cosa voglio raggiungere come traguardi nei anni. Also hier ist noch die Möglichkeit, eine Vorausschau zu machen, einen Haushaltsvoranschlag für die nächsten Jahre. Hier habt ihr die Möglichkeit, noch ganz kurz zusammenzufassen, zu sagen, okay, ich habe die letzten Jahre, in diesem Moment habe ich nur ein Jahr angegeben, aber sie hätte ab dann immer als Vergleich die letzten zwei Jahre und könnte somit klipp und klar sagen, ich möchte dieses Jahr, sagen wir mal, 1100 machen. Das ist die Möglichkeit, das auch so zu hinterlegen und dementsprechend auch auszudrucken. Diese Möglichkeiten bietet Ihnen das kleine Tool. Und ich denke mal, wir haben hier 90% aller Notwendigkeiten, sei es gesetzlich, sei es operativ, abgedeckt. Così come vedete, qua avete la possibilità di fare un previsionale per programmare anche i vostri flussi di lavoro, per vedere anche un attimino insieme con i vostri soci quali traguardi volete anche raggiungere. Questo è un piccolo tool che può essere utile per qualche
associazione che usa dopo, in dopo questo tool. Sì, è utile, oltre che raccomandabile, comunque prevedere un previsionale in molti statuti. È anche previsto statutariamente che l'Assemblea deve approvare un rendiconto previsionale, quindi in questo modo avete anche già la possibilità di predisporlo e poi sottoporlo ad approvazione da parte degli associati. E vi ricordo che comunque, anche se non è previsto dallo statuto, un previsionale è anche uno strumento per legittimare anche l'operato del consiglio direttivo. In che senso? Questo un previsionale vi dà a voi che siete membri del direttivo un'indicazione su come spendere i soldi nell'esercizio. Se vi approvano una spese per 10.000 euro per un progetto XY, voi sapete che fino a quel limite avete libera mano, nessuno potrà mai contestarvi questa spesa. Se non avete un previsionale, dovete entrare a rientrare all'interno di quello che il legislatore dice che è l'attività ordinaria di ordinaria amministrazione, che però è sempre contestabile. Chi mi dice che i 10.000 euro rientravano in questa attività ordinaria? E lì potreste scontrarvi con qualche socio che in sede poi di approvazione del bilancio potrebbe contestarvi questa spesa. Quindi, per tutela del direttivo, consigliamo sempre di predisporre il previsionale e di farselo anche approvare in sede di assemblea. Noch eine kurze Frage, wo habe ich jetzt gesehen, logischerweise können auch Präzisierungen wie weitere Daten, Zahlungsdatum, Rechnungsdaten noch in dieser Tabelle eingefügt werden. La tabella può essere personalizzata in ogni posizione, vuol dire che potete aggiungere delle colonne o anche togliere delle colonne. Questo dopo è logicamente sempre con il nostro aiuto. Attenzione, perché anche quando fate dei cambiamenti può essere che una formula non vada più. Così attenzione su questa cosa. So, ich bin jetzt schon am Ende angelangt. Wie ihr das festgestellt habt, das Tool ist sehr einfach geworden, erfordert allerdings, erfüllt alle Notwendigkeiten, die momentan an euch gestellt worden sind durch die neuen Gesetzeslage, beziehungsweise gibt es sogar Möglichkeiten, dass man dementsprechend auch könnte mehr herausholen. Alle Daten, die eingegeben werden, können auch in Zukunft dann weiterverwendet werden, sei es auch in diesem Moment, wenn ihr dann möchtet, ins Kompetenzprinzip wechseln, dass ihr die Daten hier auch mitnehmt. Così io ce l'ho adesso il mio fine di questa piccola introduzione del mio tool. Spero che avete visto le possibilità che questo tool offre. Sono tante possibilità di personalizzare ancora il tool per le vostre esigenze dentro le vostre associazioni. E così concludiamo lentamente. Thomas, ich bin am Ende in diesem Moment mit meinen Ausführungen. Etwas, was wir nicht erklärt haben, vielleicht im Platz RPC CDEF, glaube ich, nein, anderen, RCPC, genau. RCPC heißt so viel wie Rendiconto per Kasse, oder? Ja, RCPC steht für Rendiconto per Kasse. Nein, im anderen Blatt bitte, RCPC im vorherigen. Genau. Was es vorher betrifft, per quanto riguarda l'anno precedente, in questo caso concreto il 2018, lì il dato è da inserire a mano? No, Klaus? Può essere anche no, è stato un con wird automatisch im Vorfeld gewählt. No, adesso nella cella H, nome zurück in der Datel, bitte. Yeah. Nella cella H9, per esempio, prova a collocarti nella H9. H9? H9, ok. Ah, lì c'è un riferimento al foglio IN. Ok, quindi il 2018, l'anno precedente, avete due modi per gestirlo. Il modo più semplice è prendete il rendiconto dell'anno prima e inserite a mano, come sta facendo Klaus adesso, nella colonna delle rettifiche, il totalone. Oppure, come avete visto nella colonna H, c'è una formula che va a pescare dal foglio IN. Quindi, se volete andare a gestire quella funzione lì, come ho detto prima, potete incollare gli estratti conto di due anni di seguito, quindi del 2018 e del 2019, e assegnando i vari righi, lui in automatico, in base alla competenza che bisognava indicare lì nel foglio IN,
va a collocare l'importo nell'anno di riferimento del bilancio del 2019, ovvero oppure nell'anno precedente del 2018. Quindi l'anno precedente avete due soluzioni: inserire a mano se uno vuole gestire un file separato per ogni anno. Invece, se uno inserisce tutti gli stati conto sullo stesso file, lo fa in automatico, riconosce qual è l'anno e quindi vi riporta i totali nelle colonne corrette. Also nur noch ganz kurz das auszuführen, Thomas. Die Möglichkeit besteht immer, dementsprechend die vorhergehende Bilanz in einfacher Form einzugeben, das heißt in diesen Feldern hier. Sie haben allerdings auch die Möglichkeit, die vorhergehenden Bilanzen im Innenfeld wieder nochmals zu erfassen bzw. zuzuweisen. In diesem Eingabefeld haben Sie die Möglichkeit, mehrere Jahre zu hinterlegen und diese auch zukünftig zu verwalten. Also ich würde Ihnen empfehlen, dass beim Start 2019, 2020, 2021 Sie das noch händisch übertragen, um einfach nicht die doppelte Arbeit zu haben, aber zukünftig dann immer das Eingabefeld im benutzen und das hier hinterlegen. Gibt es noch Fragen, Thomas? Ich antworte gerade in der Chat auf die einzelnen schriftlich. Das ist vielleicht einfacher. Ja, zum Beispiel auch hier kommt eine Frage: Ist die Empfehlung bezüglich, wo kann man das File abspeichern? Das File kann man dementsprechend, ich bitte Sie immer, das File doppelt abzuspeichern: einmal leer, einmal befüllt. Auf Ihren PC, beziehungsweise wenn mehrere Personen darauf arbeiten, auf einer Cloud. Und diese Cloud dann so freischalten, dass dementsprechend nur die Personen, die darauf arbeiten, dürfen auch diese Daten können sehen. Das File ist passwortgeschützt, somit haben Sie schon mal die Möglichkeit, nur wer das Passwort kennt, kann darauf arbeiten. Und das Passwort ist für jede einzelne Vereinigung ein anderes. Also das heißt, keine Vereinigung hat das gleiche Passwort. Das ist aus Sicherheitsgründen, damit auch Sie wissen, dass immer nur eine Person oder die autorisierten Personen auf diesen Daten dürfen arbeiten und können arbeiten. Mhm. Kurz. Gibt es noch Fragen? Also wir haben noch 10 Minuten. Wenn jemand Fragen hat, jetzt wenn es jemand zu müßig ist, in den Chat zu schreiben, wir müssen halt irgendeine Kultur auch haben, wenn jetzt jemand das Wort ergreift, wenn eine Frage brennt, bitte gerne. Dann vielleicht noch eine Kleinigkeit, ja. Also keiner muss Excel kaufen. Nessuno deve comprare adesso in questo momento il Excel. Perché esiste anche una versione gratuita. Dovete solamente, dico adesso solamente, o soltanto accedere a Microsoft, creare un account. Questi account sono gratuiti e potete lì elaborare questi file online. Also ihr könnt jederzeit, auch ohne ein Excel zu Hause zu haben oder ein Excel zu kaufen, jetzt extra, diese Files auch auf einer gratis zur Verfügung gestellten Version, die Microsoft euch gratis gibt, bearbeiten. Ihr müsst nur einen Account eröffnen, das könnt ihr auch auf euren Verein machen und diesen Account dann dementsprechend, also diese Einfüllung dann online machen. Nicht bei euch lokal, sondern online auf der Homepage. Es ändert sich also für euch nichts. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Tool, wie ihr das gesehen habt, und trotzdem sehr einfach gehalten. Mit einer einfachen Einschulung schafft es jeder von euren Verein, dieses Tool auch weiterzuführen. Es ist jetzt so, wir haben ja letzte Woche diese Möglichkeit gehabt und da ist ein Excel-Kurs auch angeboten. Also wer jetzt, heute sind jetzt wieder neue Personen auch zum Teil dabei. Also wer das auch nachholen möchte, wir haben zwar das Webinar auch aufgenommen und werden die Informationen und die Slides von unserem Referenten auch zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz bieten wir auch individuell, also für Vereinigungen, jetzt diese Möglichkeit nochmals an. Wenn jemand sagt, ich möchte hier mehr Sicherheit gewinnen, ich möchte auch das gut beherrschen können, ich möchte mit diesem Programm, mit diesem Tool umgehen können, aber mir fehlt noch auch die Möglichkeit, mit Excel das zu probieren, weil ich lange nicht
nicht mehr drauf gearbeitet habe oder weil meine Kenntnisse jetzt doch nicht so gut sind, melden Sie sich, dann kann man auch diesbezüglich auch etwas helfen. Nicole Daniel schreibt uns zum Verständnis, im INBLAT wird einfach fortlaufend die Einträge eingetragen. Das heißt, es wird im nächsten Jahr nicht ein anderes INBLAT eröffnet, oder? Es muss kein anderes INBLAT eröffnet werden, sondern Sie können einfach das Datum ändern. Also weiter, Sie haben jetzt zum Beispiel, nehmen wir das gleich her, das Beispiel, Sie haben hier jetzt alle Daten eingegeben, Sie möchten jetzt für das nächste Jahr 2020 das hinterlegen, dann wählen Sie einfach 2020 aus und können dann weitergehen. Mhm. Gut. Also sehr einfach gehalten, wie Sie das sehen. Und ich bitte Sie auch, also es braucht nicht große Excel-Kenntnisse, sondern Sie müssen einfach nur Schritt für Schritt sich herantasten. Vielleicht greife ich eine Frage vor, so viel zur Hinterlegung. Also heuer, also die 20er Bilanzen können beim Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt noch jetzt momentan per Back eingereicht werden oder auch im Papierformat oder per E-Mail. Die 21er Bilanz wird man telematisch hinterlegen müssen. Telematisch heißt, da muss man die Daten auf ein Portal hochladen und das wird dann telematisch verschickt. Dafür stehen wir zur Verfügung. Also wenn ihr aufgrund von diesem Format arbeitet und uns diese Datei dann zur Verfügung stellt, dann können wir das ohne weiteres für euch übernehmen. Und ja, das heißt also, da macht euch keine Sorgen, da kommen wir euch entgegen und wir werden diesen telematischen Versand für euch übernehmen. So, gibt's, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann können wir auch abschließen. Das heißt, nochmals zusammenfassend, ich würde alle Interessierten, also wir haben jetzt schon einige, die sich gemeldet haben, die dieses Tool benutzen möchten. Andere können sich auf jeden Fall bei uns melden. Wir sind gerne dabei. Jetzt weiß ich nicht, jetzt ist noch eine interessante Frage hier gekommen von Kai Enya. Können wir da vielleicht die Antwort der Gruppe geben, Thomas? Ja, bitte Klaus, wenn du das Blatt bitte nochmal einblenden kannst. Also okay, so, eine Frage. Cassa Contanti e Banca, come posso distinguere un pagamento fatto per contanti da uno fatto con bonifico? L'abbiamo già detto prima, però l'ho detto in tedesco, magari è importante ripeterlo anche in italiano. Semplicemente nella colonna C, numero conto, scriviamo, per tenerli separati, scriviamo se è un aumento di cassa o banca. Se avete più conti, scrivete cassa di risparmi piuttosto che Raica, piuttosto che PostePay. Ok? Ovviamente, adesso questa è un'indicazione che a me sembra, sarà anche logica, ma meglio dirla a scanso di due equivoci. Un versamento di contanti sul conto in banca avrà due movimentazioni, quindi verrà evidenziato su due righe. Sulla una riga che sarà un movimento di cassa dove abbiamo consegno o meno un'uscita di contanti, e di pari importo avremo una riga con evidenziata conto banca, una voce di entrata. Poi le due partite si equivalgono, però bisognerà evidenziare, quindi al fine del rendiconto non è un'entrata e non è un'uscita, perché è solo uno spostamento di denaro, quello che avevo in contanti l'ho semplicemente bonificato sul conto, però ai fini della liquidità resta sempre liquidità, quindi non è né un'entrata né un'uscita, però tenete traccia di tutti e due i movimenti, quindi sia dell'uscita dei contanti che dell'entrata sul conto corrente. Ovviamente la sezione rigo e numero di registrazione e esercizi di competenza saranno gli stessi, saranno identici, questo in modo che le due partite si compensino. Eine tecnische Frage auch noch, Klaus, also wir haben die Möglichkeit, also es gibt das deutsche und das italienische Tool, nicht? Bei der Bestellung bekommt man beide Versionen? Ja. Ja. Gut. Ist möglich, ja. Gut, gut. Also Sie können hier wählen, aber Sie können auch beide haben, nicht? Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man vielleicht, ich weiß jetzt nicht. Jeder muss halt zurechtkommen mit dem, was er bekommt.
Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du absichtlich das Wort kostenlos nicht erwähnt hast oder angedeutet. Kostenlos, oder? Ja, natürlich. Ja. Für die Mitglieder. Okay. Für die Mitglieder. Okay. Diciamo anche in italiano, il tool è gratuito per tutti gli associati del CSV. E chi, per chi diventa naturalmente anche socio. Quello è chiaro. Però, come vi ho detto, non è il tool, è soprattutto quello che è il mio appello. Consultate poi gli esperti tutto l'anno. Quello è importante. Va bene. Allora, noch eine Frage, wie kann man beim Inesercizio di competenza 22 einfügen? Das haben wir. Das kann man ganz einfach dann mit der Eingabefeld. Also hier, mir geht dann immer weiter. Also das heißt, ich habe heuer das Jahr eingegeben, anno di inizio, beziehungsweise dementsprechend anno di, also Anfangsdatum, Enddatum und automatisch geht diese Tabelle dann immer weiter. Warum? Ja, zeig es vielleicht klar am besten, ja, ja, konkret, ja. Mhm. Weil, also ja, mir ist ja klar. Schauen wir uns das ganz schnell an, entschuldigen Sie. Also ganz vorne im ersten Blatt. Ganz genau. So, jetzt sehen wir das wieder alle hier. Hier habt ihr immer die Möglichkeit, dementsprechend das aktuelle Datum anzugeben. Jetzt gehen wir aber weiter und sagen, ich möchte gern 2021 haben. Automatisch gibt er das jetzt schon weiter vor und sagt, ich möchte. Falls ihr hier Fehler habt bei der Eingabe, logischerweise sind dann die Felder nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Jetzt gehen wir nochmal zurück und sagen, es würde sich zwar in der Vergangenheit das Enddatum befinden, dann sagt er, nein, das ist nicht möglich. Es muss in der Zukunft sich befinden, das Enddatum. E così avete la scelta praticamente di inserire sempre i dati e di proseguire. Cosa è il grande vantaggio? Questi dati che sono già inseriti non vengono cambiati, ma i dati nel futuro, also die neuen Daten, könnt ihr logischerweise auf den neuen Excel-Hinterlegung filtern bzw. eingeben. Also alles, was schon eingegeben ist, wird unverändert beibehalten. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr dann in Zukunft möchtet einen Switch machen, ein anderes Programm. Hier ist alles so vorbereitet, dass ihr jederzeit diese Daten könnt auch in ein neues Programm einspielen. Riusciamo a gestire anche l'esercizio a cavallo, also das abweichende Geschäftsjahr können wir da auch verwalten. Das kannst du vielleicht eingeben, Geschäftsjahr vom 1.7. bis 30.6. Das wird dann entsprechend auch übernommen. Genau. So. Ja, allerdings Siege in der Kolonne C. Was denn? 2020. 2020 automatisch geht es dann. Ah, 30.06.21 genau. Strom geben. Nein, das stimmt. Entschuldigung. Jetzt. Na. Was ist denn jetzt? Da gibt es eine Fehlermeldung. Das müssen wir noch richtig stellen. Okay. Auf jeden Fall wird es in der Kolonne C dann das so gezeigt, 2020-21. Das müssen wir jetzt richtig stellen. Ja, das auf jeden Fall. Auch die aufwärmenden Geschäftsjahre werden da mit dem Tool auch verwaltet. Ganz genau. Okay. So. Weitere Fragen noch? Ja, also ich glaube. Vielen Dank. Ja, schöne Rückmeldungen. Wie gesagt, wir sind da. Also es ist auch für uns, Sie haben es gerade jetzt auch gesehen, man lernt immer etwas und man kann noch Anpassungen machen. Es ist eine Baustelle, die in Bewegung ist. Also für uns ja auch eine ganz neue Erfahrung, dass wir dieses Tool erarbeitet haben. Aber bitte wisst ihr, il cantiere è sempre in movimento. Abbiamo fatto e scoperto adesso anche con l'esercitazione e l'esercizio direttamente in pratica che dobbiamo anche imparare a fare e sarà integrato al massimo e funzionerà sicuramente molto bene. Comunque vi ringrazio e adesso poi sarà anche nostro interesse per chi poi lo adopera e lo usa di darci dei riscontri
per migliorare, per perfezionarlo e sicuramente anche per farlo presentare un resoconto o un'esperienza come vi trovate con questo nuovo modo di lavorare. In dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich und hoffe, dass es euch gelingt, euch auch mit diesem Tool anzufreunden. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei wart. Io vi ricordo ancora un paio di appuntamenti importanti. La prossima settimana abbiamo un seminario sul mondo del lavoro e le persone vulnerabili, una richiesta che è stata posta da più persone perché ci sono problemi per queste categorie al momento, sia con i datori di lavoro, ma anche in generale di capire che possibilità hanno. Il 13 del 5, mi raccomando, molto importante, i compensi del terzo settore, also die Vergütungen im dritten Sektor, bitte dabei sein um 16 Uhr. Und noch etwas Wichtiges, das heute beschlossen wurde, il 27 del 5, giovedì 27 del 5, avremo un webinar concreto come si gestirà adesso questa nuova struttura organizzativa del terzo settore, wie wird die Vereinsführung nach Inbetriebnahme des Runds ausschauen, das heißt von der Buchführung bis zur Registrierung, von der Spendenquittung, alles nochmal zusammengefasst in einem Akademiegespräch. Il 27 del 5, allora 17.30, un Webinar, come sarà gestita questa struttura organizzativa del terzo settore dopo l'introduzione del RUNS, con un riepilogo sia con Thomas Girotto, ma anche con il nostro collega avvocato Alex Kritzinger, che spiegherà come si faranno i verbali, come e cosa si deve fare attenzione nella gestire anche gli aspetti quotidiani che dobbiamo osservare e rispettare lavorando e impegnandoci in una struttura organizzativa del terzo settore. Also wie gesagt, diese zwei Webinars, die lege ich euch sehr ans Herzen, weil sie sind wichtig, um sich auch vorzubereiten auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommt. Es gibt dann auch immer wieder Fragestellungen von Ihnen. Mi raccomando, se avete tematiche che secondo voi sono importanti anche in brevi webinars da trattare e preferibilmente davvero anche questioni amministrative, fiscali, contabili, vi ringrazio tanto perché sono soprattutto le esperienze che facciamo insieme in gruppo per anche migliorare certi processi e certe procedure. In questo senso, grazie mille. Ja, betrifft das EO und VfG, ja, am 27.05. betrifft ehrenamtliche Organisationen, Vereine für Förderung des Gemeinwesens, alle Organisationsstrukturen des dritten Sektors. Also bitte dabei sein, sei es am 13.05. wie auch im 27.05. Gut, vielen Dank und einen schönen Abend. Grazie mille, grazie ai relatori und bis zum nächsten Mal.